die Euroskills sind für mich sowas momentan noch vielleicht ein etwas Abstraktes. Ach Gott, das hört sich sehr professionell an erstmal. Also ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Man kann sich das nicht so richtig vorstellen. Man hat so eigene Vorstellungen, wie das alles so ist. Wir wissen wohl grobe Züge der Aufgabe, wie zum Beispiel Lackieren mit Spritzen, Handlackierung, Tapezieren. Es ist jetzt nichts Exotisches dabei. Es wird trotzdem spannend, wie die Aufgabe insgesamt gestellt wird. Die Chancen sehe ich sehr groß. Ich bin nicht nur ein Optimist. Ich weiß auch, dass wir ein ganz tolles Team haben. Das ist natürlich bestimmt was richtig Cooles, wenn man einfach mal live dabei sein kann. Ich bin gespannt, wie es ist, wenn wir dann in Graz sind und auf mich das alles wirken kann.